Die Lage in Israel spitzt sich zu. Wir haben uns mit Adi Schwarz unterhalten. Er ist freier Journalist und lebt in Caesarea zwischen Tel Aviv und Haifa. Er hat für uns die Lage vor Ort eingeschätzt. I think actually that after the first shock on Saturday we were all very much in shock. Ich glaube, nach dem ersten Angriff am Samstag waren wir alle tief schockiert. Aber ich glaube auch, dass sich mittlerweile die israelische Bevölkerung und das Militär mobilisiert hat. Es gibt hunderttausende Reservisten, die einberufen wurden, und die Zivilbevölkerung zeigt eine Menge Stärke. Civil society has been showing now a lot of strength. So I think that at least for the time of the war. Also zumindest während des Krieges wird Israel enger vereint sein. Nach dem Krieg könnte das auch wieder anders aussehen. Aber für den Moment stehen wir einem gewaltigen Krieg gegen die Hamas gegenüber. Ich habe die Worte des Bundeskanzlers gehört. Sie klangen so, als würde Deutschland diese Rolle verstehen, als eines der stärksten Länder Europas zu helfen, die Geiseln zu befreien und der arabischen Welt zu verdeutlichen, dass die Hamas vernichtet werden muss. And do everything it can first to release the hostages. There should be a very strong pressure on Hamas. And then telling Hamas or telling the entire Arab world, I think Germany has connections in the Arab world, make it very clear that Hamas cannot stay on the face of the earth. The presence of hostages, unfortunately, is giving Hamas a green light or some kind of a safe haven. Ich denke, die Anwesenheit der Geiseln gibt der Hamas ein Gefühl von Sicherheit, und es ist nicht an der Zeit, darauf Rücksicht zu nehmen. Die Hamas muss vernichtet werden, und ich denke nicht, dass die Anwesenheit der Geiseln Israel in irgendeiner Form daran hindern sollte, aktiv zu werden. I don't think that the presence of hostages should impede or should be any consideration for Israel to avoid any action. So right now our first priority of course is Hamas. Unsere erste Priorität ist also die Hamas, weil sie derzeit der Hauptakteur sind. Aber danach muss auch die Hisbollah im Libanon zerschlagen werden. Es wird eine internationale Aufgabe. Aber ich denke, Israel sollte sich dafür stark machen, dass auch die Hisbollah vernichtet wird. Hisbollah leaves the world as well.